Sie sind die größten Superstars des heimischen nordischen Wintersports. Simon Eder, Dominik Landertinger, Theresa Stadlober und Jacqueline Seifritzberger. Olympiamedaillengewinner, Weltmeister und Weltcupsieger. Kurz vor der Saison waren sie zu Gast beim Sportbekleidungshersteller Löffler in Ried im Innkreis. Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß, auch wenn die Corona-Pandemie aktuell ein Spielverderber ist. Jeder Sport lebt von seinen Fans und ich habe selber nicht gedacht, dass der Effekt so groß ist für einen Sportart und wie wichtig Zuschauer sind. Und wir wissen aber alle, dass jetzt ein Jahr ist, wo wir einfach durchmessen. Also ich würde es sehr schade finden, wenn wirklich alle Rennen ohne Zuschauer über die Bühne gingen. Der Sport lebt von den Emotionen, gerade wir Athleten, wir leben auch von den Emotionen. Wenn du vielleicht am letzten Kilometer schon voll kämpfst und dann peitschen die tausende Fans dann ins Ziel noch, das geht einfach ohne Zuschauer, hast das Feeling nachher nicht. Also ich hoffe, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren. Seit mittlerweile 40 Jahren ist Löffler Ausstatter des ÖSV. Egal ob Unterwäsche, kompletter Skianzug oder Rennanzug für die Profis. Die richtige Bekleidung kann im Spitzensport im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert sein. Du musst immer dir vorstellen, die Athleten haben ein Ziel im Auge und sie wollen erfolgreich sein. Und die sind hemmungslos, was das Thema erfolgreich betrifft. Wenn das Material nicht passt, dann kriegst du es relativ schnell zurückgespiegelt. Das heißt, es muss passen und du musst sie so weit wie möglich unterstützen, du musst so weit wie möglich auf individuelle Wünsche eingehen können und so gesehen, das Gesamtpaket muss dann am Schluss passen. Schöne Sachen und da freut man sich natürlich. Also das tragt man dann mit Stolz. Kalte Füße oder generell kalt wie dann nie. Also ja, wie gesagt, das sind wirklich tolle Sachen und freut man sich, wenn man das dann im Winter wieder präsentieren kann. Die Corona-Krise hat aber auch den Innviertler Sportartikelhersteller schwer getroffen, sowie den gesamten Handel. Trotzdem konnte Löffler alle 280 Mitarbeiter halten. Vor allem der Fahrradboom hat hier geholfen. Insgesamt werden 1,3 Millionen Sportartikel pro Jahr produziert. Und das nicht in Asien, sondern direkt hier in Ried im Innkreis. Letztendlich durch die ganze Corona-Geschichte im Frühling haben wir schon gelernt, dass diese kurzen Wege, diese kurzen Lieferketten schon ein Teil des Erfolgs ausmacht, den Löffler im Moment hat. Einer, der das alles so kurz vor Saisonbeginn schon etwas lockerer sieht, ist Dominik Landertinger. Mit 18 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen der erfolgreichste ÖSV-Biathlet aller Zeiten. Ende der vergangenen Saison hat er Langlaufski und Gewehr an den Nagel gehängt. Ich habe heuer nochmal mit der Medaille in Antholz eine geniale Leistung bringen können. Die letzten Jahre waren nicht einfach für mich, gerade gesundheitlich mit meiner Bandscheiben-OP. War es sehr, sehr schwierig, mein Leistungslevel zu halten. Und da muss ich jetzt natürlich sagen, mit dem Abschluss, mit der Medaille, war es natürlich für mich ein perfekter Abschluss von meiner Karriere, ich bin als Sieger vom Platz gegangen. Als Sieger ist er also des Öfteren vom Platz gegangen. Die anderen drei Profis wollen ihm da nacheifern. Gelegenheit dafür gibt es für Langläufer und Skispringer bei der Weltmeisterschaft im deutschen Oberstdorf. Die Biathleten rund um Simon Eder kämpfen im slowenischen Pokljuka um Medaillen. Eines haben sie aber alle gemeinsam, die Ausstattung von Löffler und der Wunsch beim Großereignis dann am Treppchen zu stehen.